Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der Volksbank Weinheim. Wir fördern Wirtschaft und Kultur. Was gefällt euch denn hier an der Kerwe besonders? Geile Mädels und so. Einfach das schöne Ambiente. Kerwe ist die beste Freunde. Jawohl, Kerwe Levo. Für die einen ist die Weinheimer Kerwe 4 Tage Party, für die anderen ein Fest für Familie und Tradition. Um Ihnen beide Seiten zu zeigen, stürzen wir uns für Sie ins Getümmel. Viel Spaß dabei! Besonderheit an der Weinheimer Kerwe ist der Handwerk- und Bauernmarkt. Ich habe hier einen wahren Handwerker neben mir stehen. Wie heißt du denn? Ich heiße Arvid Schwarz. Ich mache hier die Schiebebogen und die säge ich, ja. Wie lange brauchst du denn, um so ein Stück herzustellen? Also zu sägen brauche ich ungefähr so 5 Minuten bis 10 Minuten. Also kommt drauf an, also so kleine hier, so Korkenbogen brauche ich nur so 5 Minuten und dann so größere Bogen. Das kann dann auch schon mal so eine Viertelstunde bis halbe Stunde in Anspruch nehmen, je nachdem, ja. Was für Materialien verwendest du denn? Ich habe jetzt gesehen, Korken, Holz. Ja, also ich verwende einmal Korken, ich verwende Holz, also verwende ich auch verschiedene Arten. Also, und dann verwende ich hier oben Baumpilze oder zum Beispiel auch Geweihstücke von einem Hirschgeweih. Ja, und sonst kann man eigentlich alles verwenden, was man zersägen kann. Macht dir hier am meisten Spaß? Autos kommt ja. Riesenrad und die Schiffschaukel. Ja, bis Autos gut fahren. Ja. Liebesbarometer. Liebesbarometer. Voll in. Ja, und glaubt ihr, dass es funktioniert? Ja, aber keine Ahnung, ob es geht. Ja, dann testen wir doch mal euren Liebesbarometer, oder? Ja, dann versuchen wir mal. Ja, versuchen wir mal. Ja. Erster Vorsitzender. Wie lange machst du das denn schon? Ewige Jahre. Also seit der Verein gegründet ist, bin ich der erste Vorsitzende. Kannst du uns was über die Gründung erzählen? Ganz Geschichte? Klar. Ja, ganz klar. Wisst ihr, Conor McLeod vom kleinen McLeod, Film 1989, Christopher Lambert. Das war einfach das, wo ich gesagt habe, Schottland, musst du irgendwas in Deutschland machen. Vereinsheim oder so? Haben wir leider nicht. Wollte eigentlich wirklich so also Krafterhaus machen, also wie in Schottland. Den würde ich gerne mal mitnehmen nach Schottland. Das würde dir fallen, sind kleine Häuser. Sehr, sehr klein und gemütlich. Aber das ist mein Traum, also ein Krafterhaus für den Verein zu bauen, wo man dann also ein bisschen Bewertung machen kann, wo am Wochenende die Leute kommen. Das ist also so mein Ziel oder unser Ziel. Alles klar. Mir ist zu Ohren gekommen, die Heiländer wissen, was man trinken sollte. Und jetzt habe ich hier ja schon eine Spezialität in der Hand. Kannst du mir sagen, was ich hier trinken soll? Natürlich, es ist ein Frauengetränk, das ist der Strongbow Cider. Ein Cider. Und das ist Strongbow und der ist, man sieht ja, für die Frauen einwandfrei. Also die trinken 4 Stück und sind sehr gut drauf. Und das kann man mal probieren. Also ich glaube, es schmeckt gut. Schmeckt sehr gut, kann ich nur weiterempfehlen. Nicht nur für Kinder ist die historische Kerberutsche ein Highlight,
sondern auch für uns große Mädchen. Was habt denn ihr alle für tolle T-Shirts an? Ja, wir sind hier in der Clique, sind gerne auf der Kerwe jedes Jahr und haben circa seit 2002 jedes Jahr ein Kerwe-Shirt mit neuen Motten. Okay. Und was denn für euch das Besondere an der Weinheimer Kerwe? Feiern, bis der Arzt kommt. Und wie lange feiert ihr denn? Von Freitag bis Montag. Und was sind denn eure Tipps hier? Wo feiert man hier am besten? Ganz unterschiedlich hier am Marktplatz natürlich, und aber durchaus auch im Gerberbach-Viertel, das ist alles mit mehr Kultur verbunden natürlich, aber eine gesunde Mischung auf jeden Fall, ja. Nach einem langen und aufregenden Tag auf der Weinheimer Kerwe lassen wir den Abend gemütlich mit einem Glas Wein und guter Musik ausklingen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie wir. Ihre Johanna Heinz aus Weinheim.